Und da bin ich wieder. Und ja, er schießt immer noch. Er mag echt keine Kameras. Neustart. Oh, sorry. Also ja, Kamera. Keine Ahnung, wozu die da sein soll. Vielleicht um irgendwelche Specials freizuschalten oder seltene Tiere zu fotografieren. Keine Ahnung. Peitsch. Nein, nicht weglaufen. Entschuldigung, ich wollte dich eigentlich aufheben. So, genau so wollte ich. Ich wollte dich nicht ausbeiten. Hopp, hopp, hopp. Spinne, mögliches Skelett. Flump, flump. Nichts drin, okay. Spinne drin. Oh, Ausgang ist hier drüben. So, dich schon mal abgeben. So, bisschen Kleingeld einsammeln ist immer gut. Sonst ein Seil weg. Ja, die Spinne hier unten noch. Da kommen wir auch noch hoch. Das sind zwei Fallen, die beide ausgelöst wurden. Danke. Aber hier ist gar nichts. Nö. Ich gehe jetzt lieber zum Ausgang, bevor gleich Mr. Geist kommt. Runter, runter. Hier. Schwupp. 8200 Gold ist ein bisschen mau. Aber kein Lebenspunkt verloren. Und Küsschen. Kein Skelett. Nichts drin. Oh, Spinne, dich habe ich übersehen. Das war nicht gut. Das, oh, und ein Skelett. Geh mal weg. Danke. Dich da hinten hat ein bisschen ausgelöst. Ja. Oh, da ist ein Shopkeeper. Wo habe ich jetzt Help, Help gehört? Da. Neben dem Tiki-Symbol. Ja. Das könnte interessant werden. Oh oh. Shopkeeper wird böse? Nein. Aber eine Spinne in der... So. Wir hätten gerne ein Grabbelhandschuh. Und jetzt haben wir schon kein Gold mehr. Jetzt hätten wir gerne nicht die Tiki-Statue. Sonst wird die Blondine überrollt. Obwohl, nee. Wir schnappen uns die Tiki-Statue. Und gehen zur Blondine. Die Schlange. Wie geil. Ah, es passieren schon sehr coole Sachen zwischendurch hier. So, du... Genau, du fall mal runter. So. Da wäre der Schlüssel. Ist da hinten der Ausgang beim Stein? Das wäre gemein. Oh. So, komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, da ist der Ausgang. Okay, aber wir kommen noch ran. Das ist das Wichtigste. So, Blondine. Wobei ich fast versucht bin, die jetzt langsam zu opfern, die Blondinen. Also wenn wir 5 oder 6 Lebenspunkte haben, dass man sie lieber opfert, um dann irgendwelche Specials zu bekommen, an die man normalerweise nicht rankommt. Weil wenn uns irgendwas umbringt, ist es meistens instant tot. Und da bringen uns auch 7 Herzen nichts. Und warum läuft die Blondine da immer noch hin? Oh oh. Die Gier wird siegen. Die Gier wird siegen. Die Gier wird... Oh. Haha, Gier hat gesiegt. Und die Blondine ist nicht da, weil sie nicht richtig reingelaufen ist. Oh, das ist ärgerlich. Ich hätte schwören können, es hätte so ein Pling gegeben. Als ich sie da abgeliefert habe. Ist da ein Mauseloch links? Ja, okay. Hm.
So. Oh, komische Dingensfalle. Und die trifft natürlich. Das war nicht so schön. So. Zing, zing. Dich. Der bringt sich selber um. Jetpack, Netzgewehr, Kompass. Ich hätte gerne die Bombenkiste. Genau. 11.000? Hat sie nicht mal 10.000 gekostet? Hm. Und haben wir dich schon ausgelöst? Ich glaube, das Skelett hat das ausgelöst, genau. Spring. Zing. Zing. Blondine? Fragezeichen. War die hier oben irgendwo? Das kann doch nicht gut gehen mit den ganzen Explosionskisten hier, oder? Ja. Okay, nochmal schnell Neustart. Ein Run noch. Und dann probieren wir die Daily. Also jetzt möglichst so spielen wie eben. Oder besser, möglichst besser spielen als eben und schön konzentriert sein. Damit ich gleich keinen unnötigen Fehler mache. Oder weniger unnötige Fehler mache. So, Skelett. Nein. Da ist eine Kiste, die ich gerne hätte, aber auch eine Spinne, die ganz schön doof steht. So. Also dem schnell durchlaufen passt einigermaßen. Mach mal kurz. Da war irgendwas Blutiges drin. Wie kommen wir hier ran? Hier durchbomben, würde ich sagen. Schwupp. Schwupp. Das war weit. Das hätte ins Auge gehen können. So, oh, sehr schön. Gold und Blondine und Diamant und was weiß ich. Ja, es ist Smaragd. Ich weiß. So. Ja, das war definitiv ein Fehler. Allgemein ist die R-Taste zu verlockend. Also die Laufen-Taste. Aber wenn man schnell durch den Dungeon durchkommt, dann hat man mehr Zeit, um noch Gold einzusammeln. Zum Beispiel. Aber sollte man wirklich nur einsetzen, wenn man sich sicher ist, dass da keine Steinfallen sind, dass da keine... Da oben hole ich auch nicht mehr, ne? Dass da keine Skelette sind, keine Gegner in Vasen und sonst irgendwas. Ja, da wäre schon eine Falle. Nö. Dich vielleicht noch? Oh, nichts ordentliches. Okay, raus hier. Schwing. Wir sind wieder auf 4 Herzen. Ich höre Schlangen. Oh, und da war schon wieder die R-Taste. Aus, Geogon, aus. R-Taste benutzt du erst, wenn du die Gegend einigermaßen erkundet hast. So, da drüben ist die ganz schön komische Schlangengrube. Nee, ich bin in der Schlangengrube. Wie komme ich denn da rüber? Okay. Das könnte interessant werden. Ja. Nochmal hier. Und dann haben wir auch langsam keine Bomben mehr. Jedenfalls nicht mehr viele. So, komm her. Peitsch, peitsch. Dann nehmen wir euch mal mit. Dich mit. Dich mit. Oh, da sind noch mehr Kisten. Warte mal. Du bleibst mal ganz kurz da in der Ecke. Wusch. Und noch ein Rubin rausgefallen. Sehr schön. Und mehr Bomben. Ja, für eine Daily wäre das hier eigentlich ganz okay. Wusch. Falle. Mhm. Unten wird irgendwas gesprengt. Das ist mir egal. Hier ist eine Kiste.
noch mehr Edelsteine. Alles gut. Den Krimskram lasse ich mal da. Und hier spreche ich mich jetzt nicht durch, sondern hier. Nummer 1. Nummer 2. Eine Bombe haben wir noch für Notfall. Oh. Oh, man macht hinter sich auch Schaden. Okay. So. Wir sollten die Blondine mal bei Zeiten holen. Sonst kommt gleich der Geist und das war's. Wir haben keinen Kletterhandschuh, fällt mir gerade auf. Jux. Ich will nicht noch ein Seil verbraten. Sehr schön. So, du kommst mit und dann machen wir das Ganze rückwärts. Wir hätten nämlich anscheinend gar nicht bomben müssen. So. Die Truhenresten purzeln auf die Blondine runter. Oh oh. Das ist jetzt nicht gut. So, da muss gesprengt werden. Nicht die Blondine sprengen. Du bist tote. Jo. Nicht schön. Nicht schön, aber der Geist kam. Das heißt, kein Küsschen. 3 Lebenspunkte. 38.000 Gold. Also, ja, schon die Leertaste. Ich sollte die wegklemmen, aber die ist zu praktisch, gerade für besondere Sprünge. Hops. Falsch. Sehr schön. Ist immer schön, wie die Umgebung das alles für mich macht, was ich sonst eigentlich hätte machen müssen. So, Sprungschuhe und wir haben keine Bomben. Ärgerlich. Da wäre eine Kiste gewesen. Spreng, spreng. Ja, müssen wir halt ein Seil verbraten. Jetzt haben wir nur noch ein Seil. Spreng, spreng. Oh, oh. So, wir hätten gerne ein Jetpack. Wie geil. Ah, hat nicht unendlich Ladung, okay. Sehr praktisch. Au, 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 au. Sehr geil. Aber kostet doch 20.000, ne? Das ist, au. Das war zu nah dran. Mitnehmen. Mist. So, dich hätten wir. Piu, piu. Oh, ich sehe schon kommen. Im falschen Moment ist dann der Sprit alle und oh oh. Und wir purzeln runter in Stacheln oder so. Aber sonst ein richtig schickes Equipment. Aber halt 22.000 oder was das kostet, das können wir in der Daily knicken. Das ist, nee. So, da war schon wieder die R-Taste. Nix, nix und nix. Oh, warte mal, ich höre da unten was. Oh, da ist ein Küsschenstand. Du löst nicht das... Nee, tust du nicht. Okay. Spring, spring. Verrückter Shopkeeper. Spring, spring. So, wir hätten gerne ein Küsschen. Und ein Küsschen. Und ein Küsschen. Können wir dich mitnehmen? Frau kaufen? Nö. Warte mal, können wir die Frau entführen? Oh. Wir haben die Frau aus der Prostitution entführt und gerettet und überhaupt. Geronimo! Sehr cool. Also wir haben dreimal dafür bezahlt, dass sie uns knutscht und dann haben wir sie einfach mitgenommen. Und man hätte sie regulär kaufen können, das ist ja auch interessant. So. Du wirst für deine Freibrechen bezahlen. Ja, nicht so gut. Ching, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Das heißt, alle Shopkeeper sind stinkig auf uns. Boah, kann ich mit leben, das war trotzdem lustig.
Oh, geht's weiter? Au. Au, wir haben den Tiki-Fall überlebt. Okay. Okay, bomben wir uns durch. So, da unten ist eine Kiste. Mit Seilen, sehr schön. Wir bräuchten noch ein paar mehr Bomben, aber Seil ist noch immer gut. Da ist eine Kamera am Boden. Warte mal. Hoffentlich wird sie nicht kaputt gemacht. Nö, anscheinend nicht. Und da ist ein aufgespießter Shopkeeper. Den würde ich gerne fotografieren. Das. Ja, es ist ein aufgespießter Shopkeeper. Das heißt, wenn man da runterfällt, ist man auch aufgespießt. Aber gut. Wir haben gelernt, man kann Frauen freikaufen vom Küsschenstand. Man kann sie auch frei stehen. Und ein Jetpack ist eine sehr tolle Sache, aber ganz schön teuer. Ja. Und jetzt mache ich noch einen Cut. Und dann übe ich doch noch mal ein bisschen. Und danach mache ich erst die Daily. Also, bis gleich.